ich habe immer schon mich für Kunst interessiert, die Sachen haben mir gefallen. Doch in Russland, das Wort Künstler heißt Художник. Das Wurzel ist Hude, das heißt schlecht. Und Художник vom Wort schlecht, hat meine Mutter immer gesagt. Stammt vom Schlecht, so irgendwie, wenn man so übersetzt. Und in einer Arbeiterstadt, wo ich komme, das ist ja nicht Moskau, da waren ganz einfache Leute, die in Fabriken geschafft haben. Das Umfeld, wo man aufwächst, gibt einem ein bisschen so einen falschen vielleicht Impuls. Bis man nachher sich dann von diesem Impuls befreit, weil wenn man Augen aufhält und dann sieht, oh, das hat ja gar nicht gestummen. In der Schule mussten wir in den letzten zwei Klassen wählen. Verkäuferin, also Lebensmittelverkäuferin, eine Zipperin, das war noch damals mit so alten Maschinen, oder Krankenschwester. Da waren nur drei zur Auswahl. Ich habe Krankenschwester gewählt. Als ich ja mit der Schule fertig war, da ging ja so alles kaputt, ja, oder? Im Kommunismus schlussendlich. Und dann bin ich ja auch froh gewesen, dass ich untergebracht war in diesem also Medizin-College, 3 Jahre Ausbildung gemacht, in die Schweiz gekommen, habe hier geschafft. Und dann ist so passiert, ich habe mich sofort in die Hochschule dort angemeldet und Vorkurs gemacht und dann nachher direkt Bachelor gemacht in Luzern und anschließend Master in CHDK in Zürich. So ist meine künstlerische Bahn so angefangen, voll so gerollt. Und schlussendlich sehe ich, dass es das Richtige ist. Also zu dem bin ich auch mein ganzes Leben gelaufen, was ich jetzt mache. Ich schöpfe sehr viel aus meiner Erinnerung. Ich habe mehrere Arbeiten, die mit Russland zu tun haben. Ob das mal das Bild heißt Mittag, das fließt hinein, das kann man auch nicht wegnehmen. Das ist so ein interkontinentales Klima. Plus 40 im Sommer, minus 40 im Winter. Das ist gerade ein Kwas-Kanister. Das ist ein Erfrischungsgetränk, den man im Sommer in Russland trinkt. Super gut. Fast weiße, diese überhitzte Umgebung, das Verschmelzen vom Hintergrund, Straße, Menschen, das ist genau dieses Gefühl, wo ich habe von meinen Erinnerungen. Bei dieser Arbeit kritisiere ich das autoritäre System des kommunistischen Regimes damals. Da sind im Gegensatz zu traditionellen Porträtmalerei, wo Gesicht das Wichtigste ist, zeigt diese Arbeit monumentale, große Beine von Schulmädchen, die in die erste Klasse gehen. Sie tragen Schuluniformen und Kniesocken, wie man damals so getragen hat. Das sind natürlich wieder meine Erinnerungen. Das ist nicht gerade auf die jetzige Situation. Und wenn Menschen für ein Porträt posieren, konzentrieren sie sich auf ihr Gesicht und sie vergessen die Beine. Und an der Stellung von den Beinen sieht man, was die Mädchen fühlen hier. Zum Beispiel eine da will gerade aus dem Bild entfliehen, die andere ganz brav da sitzt und so weiter. Und sie trägt diese Arbeit eine politische Botschaft an das autoritäre System der sozialistischen Vergangenheit des Russland, weil Kopf im übertragenen Sinne, das autonome Denken des Menschen, wurde ja nicht erwünscht. Das Denken übernahm die Stadt und wichtiger für das sowjetische System waren Hände, Beine und Füße der Arbeiterklasse, wo ich und meine Familie und meine Umgebung auch gehörten. Doch hier zeige ich auch eine Befreiung davon, von diesem System, weil, von diesem Regime, weil das letzte Mädchen, die Beine von ihr, die scheinen von einer Erwachsenen zu sein, zu vergleichen. Und sie steht hinter der Bank. Sie hat die Grenze überschritten. Sie denkt anders und entscheidet selbst. Ich schaffe auch mit Performance zum Gegenteil zur Malerei. Das finde ich sehr schön. Weil Malerei ist etwas Langsameres, Performance ist etwas Schnelles. Oh. Das ist eine Epilationsperformance, die ich in Zürich auf der Bahnhofstraße gemacht habe, gerade vor dem Jelmoli-Eingang, wo Kosmetikabteilungen so, dort sind, so im Ege. Man macht das immer mit hinter geschlossenen Türen. Und ich habe meine Beine öffentlich epiliert.
Ich erinnere mich immer an Träume. Die Serie heißt ja Träume. Und in den Träumen hat man immer so ein spezielles Gefühl, wenn man sich im Spiegel schaut. Manchmal sieht man, also ich achte auf meine Träume, und manchmal sieht man sich einfach nicht ganz genau. Und wenn man sie ganz genau sieht, also das ganze Gesicht oder so, dann ist eine ganz andere Person. Man ist ja gar nicht ähnlich. Dann, das erlebt man einfach so Sachen, was man in unserer Welt nicht erlebt. Das finde ich super. Träume. Aber sehr viele Sachen, wo ich träume, bringe ich auch auf Bilder. Manche Sachen vielleicht noch nicht gebracht, das staut sich so an. Mal, wenn man träumt, und ist es auch Kippe. Ist das jetzt schon ein Albtraum? Oder ist das noch ein Traum, wo spannend ist? Und so? Ja, und das versuche ich immer etwas noch so eine Ebene, wo nicht fassen kannst. Also man kann es wie so erspüren. Das versuche ich immer zu machen. Ich hatte genau so einen Bär, nur in Blau. So einen großen. Auf Geburtstag. Als er 2 Jahre alt war, gekriegt. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist, aber ich weiß, er war schon, Augen sind rausgegeben. Und ich habe immer mit dem geschlafen. Und die Teddybären, die sind Beschützer und die sind Freunde. Und da will ich, Kinderbilder sind doch auch Kinderbilder für Erwachsene irgendwie. Ja, das sind sehr viele Symbole, wo verpackt sind. Und ich denke, jeder kann etwas finden. Kunst ist Freiheit zu tun, was man meint und was man möchte. Und ich verstehe andere Menschen durch Kunst viel. Man versteht einfach den Menschen besser, wenn man ihre Kunst sieht. Man muss ja gar nicht groß sprechen. Dann weiß man, was einen meint und wie er sich fühlt.